Juhu, ein Stollen! Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther LP und das hier ist eine kleine Durchforstung von einem, ja, von einer kleinen, na, Höhle. Man nennt es auch Let's Play von Minecraft. Oh lol. Und was ich jetzt auch mal hier mache, ist ein bisschen mal. Nee, das ist ein bisschen komisch. Ich wollte eher mal die Höhlen-Playlist anklicken, genau. Klickt man schon die falsche Playlist, ja, ne? So. Aber wir ziehen jetzt gemeinsam mit Bello hier in die dunkle Höhle. Ich hoffe, uns wird nichts passieren. Naja, wenigstens sehe ich noch Tageslicht. Und wisst ihr, wenn wir ganz viel Glück haben, können wir hier auch Melonen finden. Das kann man ja am Stollen. Das wäre schon sehr cool. Wir hoffen einfach mal unser Bestes. Musik ist auch sehr, sehr erotisch. Wieso liegt denn hier Sand rum? Wieso hast du einen Skin? Ja, dann baue mich doch ab. Was brennt hier? Bello! Bello! Du bist doch echt ein verrückter Hund, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, der springt jetzt nicht gleich in die Lava hinein. Ich hoffe, hier sind auch nicht gleich überall Monster, die uns alle töten wollen. Ach, gerade schon wieder diese Psycho-Musik. Erinnert mich ein bisschen an Psycho Mantis. Rollender Wand ist auch mal sehr schön. Scheiße, jetzt haben wir nur ein Lint zurückbekommen. Hier ist nichts. Ich hab einen Zombie gehabt. Geh mal vor. Nach vorne. Ja. Geh mal vor und untersuch mal da die Lage, Bello. Ja, musst du gar nicht auf den Schwanz gucken. Geh mal vor. Ich hab gesagt, geh vor. Geht doch. Und Bello? Ist das ein Zombie? Kein Zombie. Okay, hoffen wir einfach mal. Oh. Oh, nice. Und ist das Zombie. Bello hat uns nicht angelügt. Warte. Zombie. Zombie. Frischfleisch. Oh Gott, das ist auch ein Creeper. Creeper's gonna creep. Wir warten, bis sie hinkommen. So runter. Und dann kann ich sie hier so mit Geröll töten. Dann muss ich davon einen kleinen Bottich erstellen. Bello! Bello, Bello, Bello. Ich hoffe, der verreckt jetzt nicht gleich. So, und jetzt muss ein Monster da reinspringen. Wir warten mal noch ein bisschen. Alter, Bello. Kannst mich doch nicht so erschrecken. Gut, da unten gehen die Dinger auf jeden Fall schon mal weiter. Kann aber irgendwer reingehen? Fischfleisch ist hier. Oh lol. Oh lol, 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 lol. Piss dich. Ist da irgendwer? Und das schon fragt, ist da eigentlich immer irgendwer. Okay. Komm, geh mit runter. Da, Spinne! Stirb! Okay, ist sogar eine Giftspinne. Okay. Ah, ja. Ja, ist gut jetzt. Oh Gott. Wir werden so etwas von sterben. Ist da unten irgendwas? Komm mal runter.
Oh lol. Alter, ist da viel. Alle sterben hier. Das ist auch ein Creeper, ey. Oh Gott. Oh. Okay, ich sicher glaube ich erstmal noch ein bisschen oben. Also und hier vor allen Dingen auch. Oh Gott. Und das weg. Oh. Alter! Alter, Alter, Alter! Alter, du kannst mich doch nicht so erschrecken, ey. Vor allem, das sind Giftspinnen, das heißt, du musst irgendwo einen Spawner. Was ist das? Skelett? Ich kann schon erkennen. Hier ist schon mal nichts. In sich auch nicht. Ach Gottchen, das ist Bello. Bello, komm mit. Ach Gottchen. Erst ein paar Schienen abbauen zur Beruhigung. Hier können wir wenigstens so von zwei Seiten angegriffen werden. Alles klar, wie eine Fackel. Erkennt es nicht? Ah, das ist doch nicht das Ende. Diesmal hätte ich mich über eine Sackgasse gefreut. So eine richtige Sackgasse. Oder Sackgase. Ja. Okay. Ist hier irgendwas? Oh Gott, ich höre die ganze Zeit Spinnen und Zombies und so ein Quatsch. Hallo, er schreibt mich auch immer schon zu Tode. Er träumt mich nur die ganze Zeit. Nee. Ich sehe nicht. Würde ich glaube ich gar nicht weiter. Okay, das nichts. Bello, komm mal mit. Da ist auch Eisen. Ah gut, hier ist der Weg zu Ende. Juh! Ist mal ein bisschen sicher. Und ich weiß, es war gerade voll laut, aber egal. So. Ah ja, alles abbauen. Abbauen und abhauen. Sobald wir hier einmal Diamanten gefunden haben. Wobei wir ja noch gar nicht tief genug sind für Diamanten. Ist da irgendwas? Nein, okay, okay. Gehuldigt sei das Geröll, das uns hier den Weg versperrt. Ich will nämlich nicht weitergehen. Okay. Also hier ist nichts, schätzungsweise. Okay. Hole abbauen. Ist immer sehr gut. Ich hoffe jetzt wirklich, uns überrascht hier nichts. Das wäre nämlich echt scheiße. Ach Gottchen. Ich hoffe, uns überrascht uns hier nicht. Was sind denn die Viecher? Alter, Bello, du musst aufhören, mich so zu erschrecken. Ich hab dich jetzt fast geschlagen. Und, ja, ich würde mir das runterschieben. Das wäre schon mal... Hier ist schon mal sicher. Ich habe auch keine Materialien. Okay. Da was? Ne, ich sehe nichts. Okay, das ist wieder Bello. Das ist nichts. Jetzt nur tiefer. Okay, holen wir das mal ein bisschen. Bello, du darfst mir nicht vor die Achsel, vor die Spitze gelaufen. Sonst haue ich dir noch einen rein. So, ich nehme jetzt aber nicht die ganze Kohle mit, weil, Kohle haben wir hier schon 56 Stück und ich glaube, da werden wir noch ordentlich was finden. Wir gehen hier lieber erstmal runter. Ah, war ja sehr, sehr viel, was wir hier auch gefunden haben. Okay, dann gehen wir mal jetzt gerade noch das mitnehmen. Wo ging's denn jetzt noch runter? Wo ging's denn hier noch munter runter, weil hier alles immer so schön freundlich ist und so weiter und so fort.
Ja, hier. Ich sehe hier echt sehr wenig. Ein bisschen hier ausleuchten. Okay, das ist wohl so ein Spawn-Room anscheinend. Okay. Dann weiter. Okay, Schienen abbauen. Ist da was im Dunkeln? Ich höre schon wieder Spinnen. Wahrscheinlich sind sie direkt unter mir. Da sind welche! Fuck. Tja. Tja. Okay, ist da oder da was? Nein. Okay, hier muss irgendein Spawner sein. Mal Licht an hier am Affen. Das ist Spawner. Ja, schön gemacht, Bello. Nein, ich hab Bello geschlagen. Oh Gott. Scheiße, ich muss hier raus. Ja. Ich brauch die Experience. Bello, halt dich mal. Nein, ich will Bello heilen. Hab ich ihn nur hingesetzt. So. So, also voll geheilt. Oh Gott, mein Schwert, mein Schwert, mein Schwert. Ja. Stirb. Okay. Das wäre schon mal geschafft. Okay, ich hab noch einen Stack Fackeln. Mal soweit ganz gut. Und ich glaube, wir finden hier auch niemals raus. So. Bello, dich nehme ich mal lieber noch ein bisschen mit. Bello, nein! Es tut mir leid, ich wollte das Spinnennetz um dir wegmachen. Ist hier irgendwas? Kiste! Oh. Na, wenigstens Lapis. Aber ich habe jetzt eigentlich mehr so auf Melonensamen gehofft, dass wir so ein bisschen nahrungstechnisch auf Melonensamen umsteigen können. Bello, komm! Jetzt habe ich den vorhin schon aus Versehen geschlagen, ey. Dabei habe ich da immer nur Witze drüber gemacht. Okay, da sind Spinnennetze. Das beruhigt mich nicht gerade so sehr. Aber die Musik beruhigt mich dafür umso mehr. Komm her! Oh, jetzt habe ich schon wieder meinen Hund geschlagen. Tut mir leid, Bello. Ich kann dich aber leider nicht heilen, weil ich kein Fleisch mehr habe. Bello? Aua! Bello? Ich hoffe, Bello stirbt nicht hier unten bei der Expedition. Ein paar Ski mitnehmen. So ein bisschen vom Spawner entfernen. Hey Bello, komm jetzt. Wir heilen uns erstmal ein bisschen. Ich greife mal wieder von der Seite hier aus an. Ich glaube, das ist effektiver. Wir haben nämlich einen Höhenvorteil. Nicht. Okay, Bello. Warte. Ja, geh da mal aus der Ecke raus. Geh da mal aus der Ecke raus. Oh, kommt da was? Vielleicht drei Chinesen mit dem Kontrabass? So. Bello? Ach, da unten ist ja gar nichts mehr. Ach so, ich wollte ihm gerade nicht befehlen, dass er hier aufpassen soll, dass da von unten nichts kommen soll. Alles klar. Bello, dann gehen wir jetzt gemeinsam auf den Spawner. Wollen wir mal unser Bestes. Okay, Spawner weg. Hab ich doch gerade... Ja! Alter! Eine Fraser. Ist ja schlimmer als Dead Space hier. Okay. Oh, jetzt ist ein Stein abgebaut. Egal. Kann ich mit leben. Hello? Ach, du lebst noch. Okay. Ja, dann ist ja gut, wenn du lebst. Ach Gottchen, ach Gottchen. Das ist ja gleich zu viel. Okay. Ist dahinter irgendwas? Ich sehe nichts. Da oben ist ein Dungeon. Seht ihr das hier, den Moosstein? Moment. Das muss ich mal jetzt genau inspizieren. Wie komme ich denn jetzt da am besten hoch? Ja, Bello, ich weiß, du hast Hunger, aber... Oh Gott, da sind so viele Zombies drin, das hört man schon.
Sag dir mal gerade noch ein bisschen Eisen. Hier ist es. Ich kann noch ein bisschen Eisen abbauen. Boah. Also hier muss man jetzt auch schon beim Abbauen aufpassen. Dass man nicht zerquetscht wird von Geröll. Jetzt gerade rauf. Hier noch gerade das Eisen wegsnacken. So, hier auf dem Boden noch das Eisen weg. Würde sich der Eismann freuen. So, weg, weg, weg. Ja, Hundi, ich weiß, du bist unruhig. Gott, hier ist Lava. Das ist die Lava, die wir einfach von oben gesehen haben. Ich glaube eher weniger. Yay, Special Trick. Yay, Special Trick. Kein Special Trick. Bello, du musst wirklich aufpassen, dass du mir nicht vors Schwert läufst. Oder was auch immer. Hier oben ist das Dingsbums. Das heißt, oh Gott, das ist eine Spinne. Los, Bello! Greif ihn doch an! Ah, komm. Ich den finalen Stoß gegeben. So, ich gebe dir jetzt ein bisschen was zu essen, Bello, und ich hoffe, dann bist du ein bisschen motivierter, auch mitzukämpfen. Da unten war noch ein Spinnenfahren. Hey! Ja, kämpfen schön und gut, aber nicht mich rumschieben, Bello. Gottchen. Ja, am besten da rauf. Ich denke, wir können hier seitwärts buddeln. Da. Ja, hier gleich auf das Dungeon treffen. In der Tat. Ich wollte mich mit dir am Rad entlang. Ja, 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 au! Ja, 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 ja. Oh, ah! Yeah. Aber die sind in der Überzahl. Ja. Schön, Bello. Hast du fein gemacht. Ich hab ein bisschen was zu essen. Ja. Teilt sie gut ein. So. Jetzt mal ausleuchten. Na, nur ein bisschen Redstone. Eine Schallplatte. Schallplatte. Oh, Kakaobohnen. Yeah. Kann man ja auch in 1.3 dann anbauen. Habe ich gehört. So, na gut. Dann bauen wir das Dungeon hier beim nächsten Mal ab. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Haut rein.